Willkommen zurück zu Let's Play SimCity zusammen mit Jan. Hallo Lukas. Und hallo Jan. Weiter geht's. Weißt du noch, wo wir stecken geblieben sind? Nein, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, es ist jetzt ein bisschen zu lange her, glaube ich. Okay, dann schauen wir mal da, oder? Nein. Ja, so lange. Die Nachfrage nach Industriegebiet ist sehr groß. Locken Sie mehr Touristen in die Stadt? Muss ich da jetzt ein Touristengebiet bauen oder was? Nein, lass das mal gut sein. Kann man das auch machen? Kann man. Man kann die Stadt spezialisieren. Ah. Zum Beispiel auf Tourismus. Auf Tourismus oder auch auf ja, Spiele. Auf Spiele? Ja. Ah, okay, jetzt dachte ich auf Games. Ach nee, der Bus ist total überfüllt. Ich melde mich heute bei auf der Arbeit krank. Ja, was kann ich dafür? Nimm doch dein Auto. Ja, wo haben wir dieses Busgebäude, den Busbahnhof, haben wir glaube ich in dieser Zone da gebaut, nein, oder? Auf da oben irgendwo. Da oben? Ah ja, genau. Stimmt. Da. Ja, da machen wir... Wir haben ja schon viel gemacht da, oder? Noch mehr sogar. Acht. Ja, da kann ich gar nicht mehr ausbauen, oder? Nee. Maximum erreicht. Ja, dann, was sollen wir tun? Nichts. Lest mal da, was der da zu sagen hat. Lass mich. Du kannst lesen. Ich lass den mal ausreden. Ich wollte schon immer zu einer Monster Truck Rally. Hey, sie sollten ein Messegelände aufstellen. Mache ich nicht. Ein Messegelände? Soll ich jetzt eine Messe aufbauen oder wie? Einmal Messegelände, bitte. Und wo ist das Messegelände? Unter da irgendwo? Parks, glaube ich. Unter Parks? Nein, glaube ich nicht. Da unter klassisch. Ah, klassisch. Messegelände. Geh da mal weiter. Nicht genehmigt, nicht genehmigt. War aber das Messegelände? Nein, nicht das. Das andere. Ist das Neue, was dazugekommen ist, und das ist das Amphitheater. Ach so. Schauen wir vielleicht eins von denen hier. Ja, keine Ahnung. Ja, aber ein Messegelände ist ja eigentlich eine Messe, nicht? Du weißt ja, was eine Messe ist, und ich glaube nicht, dass das etwas mit deinem Bug zu tun hat. In der Kirche. Wir brauchen eine Kirche. Ach was? Okay, das sieht geil aus jetzt. Man sieht die ganzen Busse jetzt, wo sie gerade hinfahren. Ja, endlich geht das wieder. Das ging ja davor nicht mehr. Wie soll ich eigentlich die Zeit einstellen auf schnell? Ja, solange nichts fehlt. Plus 4500. Also jetzt sind wir unter den S-Bahnen, Button erst später, oder? Ja, ja. Brauchst dann lassen wir nicht. Das alles mal. Das sind die Schulen. Da haben wir jetzt die neue Schule gebaut, nicht die... Das Gymnasium, glaube ich, haben wir, nein, gebaut, haben das wir noch mal. Nicht gebaut. Noch nicht gebaut? Glaube ich. Ich schaue jetzt mal nach. Das ist nicht genehmigt. Das ist die Grundschule, oder? Nein, die Bibliothek, genau, müssen wir bauen. Dazu brauchen wir genug Schüler, um das, die allgemeine Hochschule zu bauen. Ah, und wir brauchen ja 500 Schüler, nicht? Weiß ich noch von letztem Nein, Mal. Nein, 700, ja, schau nach. Ich glaube, 500 Schüler, nicht? Brauchen wir. Nein, das ist das Gymnasium, das andere. Das ist die allgemeine Hochschule, man braucht... 800 Schüler, ja. 800 Schüler, okay. Aber wir haben schon 670, aber die kommen nicht zur Schule. Das heißt, wir brauchen mehr Leute, oder? Die in die Stadt. Vielleicht sind. Brauchen wir auch mehr Bushaltestellen. Noch mehr Bushaltestellen? Nein, nicht mehr Bushaltestellen. Schulbushaltestellen meinst du? Ich meine mehr Busse. Ah, mehr Schulbusse meinst du? Ja. Schauen wir mal, wie viele Schulbusse wir haben jetzt momentan. Zwei. Okay, das ist nicht so viel. Deshalb könnten wir da noch ein bisschen ausbauen. Ja, bau da mal alle fünf hin. Ja, ja. Warum nicht? Warum schon und warum nicht? Okay, das glaube ich ist noch Zeit, um die Schule noch größer zu machen. Bau mal so einen Ober, ja genau. Ah, kann ich jetzt diese das kannst du Gebäude höher bauen? Ja. Ne, ja, jeweils einmal. Rücken gerade so raus. Das war jetzt Fail. Okay. Und ja. Ah, Limit erreicht, genau, perfekt. Schauen wir mal, wie reich wir schon geworden sind jetzt. 170.000, unglaublich. Gut, was wollen die Leute jetzt? Sind sie alle zufrieden? So mal raus. Das wäre mal komisch, dass alle Leute zufrieden sind. Sind wir ja gar nicht gewohnt. Hast du überhaupt die Aufnahmetaste gedrückt? Ja, ja. Ja, ja. Hab ich schon gedrückt. Hast du. Das wäre jetzt fehl gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ja, sonst wäre das wieder so wie beim letzten Mal. Ja, das nein, vor zwei Parts oder so haben wir aufgenommen, aber die Aufnahme hat nichts. Halt, wir haben vergessen, den Aufnahmebutton zu drücken. Ja. Soll ich die Straßen noch etwas ausbauen? Ich sehe ja gerade, da könnte man noch etwas runterbauen. Ja, aber du musst immer daran denken, besser baust du auf der anderen Seite, denn da haben wir ja eine neue
Du meinst da, oder? Feuerwehr was? Gemacht. Ah ja. Und alles. Ja, und da unten wohnst du dann auch eine Feuerwehr. Klick mal auf die Schule. Auf die Schule? Ja, auf die Schule. Auf die Bildung, ja. Nein, wollte nur sehen, ob die da alle zur Schule kommen. Wir haben vergessen, die Zeit zu stoppen. Ja, mach das frisch jetzt nochmal, oder? Ah, okay, ja. Wird auch gut. was hast du gesagt von der Schule? Ja, warum kommen die nicht alle in die Schule? Ja, wegen den Bussen. Zu viel. Muss den Bürgermeister fragen. Ja, das ist aber ein Idiot. Ich bin nicht der Bürgermeister, nein. Nein, ich bin der Top-Manager von der Stadt. Ich bin noch Bürgermeister. Ah, okay, Herr Bürgermeister. Wie soll ich dann rausfinden, wieso die nicht kommen? Ja, musst du noch warten, bis die nächste Schulschicht beginnt. Ach so. Dann muss ich jetzt 24 Stunden warten, oder? Wahrscheinlich. Nein, 200. Okay, dann warten wir mal. Gemütlich. Was ist das eigentlich für eine Straße? Ah, von dem Windkraftwerk, oder? Ja. Und Energie haben wir genug momentan. Ja, also ihr müsst wissen, wenn ihr vielleicht da die Let's Plays hintereinander anguckt, ihr werdet sehen, dass der Lukas so öfter die gleichen Fragen stellt. Das liegt einfach daran, dass er das Spiel sozusagen einfach bis jetzt 3 Stunden gespielt hat vielleicht. Ja. Und ja, und wir jetzt schon über 3 Wochen aufnehmen. Ja, also das Einzige, was ich jetzt gespielt habe, war dieser Let's Plays. Eben. Das und sonst halt eigentlich, wenn man aufnimmt, der spielt man halt langsamer als normalerweise. Und man denkt auch gar nicht so viel nach beim Let's Playen. Ja, man denkt nur ans Reden eigentlich. Ja. Ja, Löschfahrzeuge sind nicht rechtzeitig zum Brand gekommen. Es ist ein Gebäude abgebrannt. Oh mein Gott! Was machen wir? Das passiert im realen Leben nie. Nein. Und die Meldung ist ja wieder weg dann. Ist ja kein Problem. Ja, nein, ist ja egal. Ja, ja. Lassen wir die Stadt mal laufen. Ja, ich weiß nicht. Weißt du eigentlich nicht, dass wir schon die zweite Stadt jetzt bauen sollten? Ich meine, sollten wir vielleicht die Straßen mal ausbauen? Die sehen da ganz schön... Du meinst, siehst du da? Ja, schau mal, wo die Staus sind. Ja. Dann wie macht man das nochmal da? Doppelklick auf die Straße, oder? Nein, in Straßen. Unter die Straßen reingehen und dann... Ah ja, genau, da müsste man auf das da klicken, auf das Upgrade. Genau. Ja, das weiß ich, weil ich den Bart gestern angeschaut habe. Ja, nein, was machst du? Ah, habe ich jetzt gedowngraded. Scheiße. Okay, upgraden. Kostet ziemlich viel, aber macht sich trotzdem. Mach frisch die oberste Stufe, würde ich sagen. Die oberste Stufe schon? Ja, ja. Warum nicht? Okay, dann haben wir das jetzt gemacht. Das lassen wir mal noch. Bitte nicht wieder downgraden. Nein, nein. Zweimal upgraden. Kann man eigentlich auch mehrere Straßen markieren? Ne. Funktioniert nicht. Dann müssen wir halt alles einzeln machen. Zweimal. Und auch. Und die Straßen sind so schön gerade. Ja, so das habe ich. Das ist eigentlich nur aus ästhetischen Gründen habe ich das so gemacht. Ist ja klar, dass ich das nicht versehentlich gemacht habe. Ja, das wolltest du alles so. Ja klar, wollte ich das so. Ja, sieht ja auch vielleicht etwas besser aus als wie in einer total geraden Viereck Quadratstadt. Könnten wir die ja gleich Quadratstadt nennen. Die Quadratstadt? Meinst du nicht eigentlich, ich könnte hier eine Straßenverbindung machen, weil da ist der Weg ziemlich groß, kommt mir halt so vor. Wo? Dass ich da jetzt diese Straße da hier durchziehe. Könntest du machen. Dann machen wir das. Ja, machen wir das im gleichen Winkel. So. Und weisen da Wohngebiete zu, wie im Rest. Nein, nein, das nicht sind keine Wohngebiete. Gut. Ah, und bau mal ein, zwei Parks dahin auch. Ja, das könnte ich auch machen. Die Parks. Der zweiten Einkommensschicht. Ja, da ist ja nur aus der Einkommensschicht. Ja, aber bau die der zweiten Einkommensschicht, dass wir die der zweiten Einkommensschicht auch reinbekommen. Ist da eigentlich scheißegal, was ich nehme, oder hat das einen... Nimm mal Natur, die sind, glaube ich, billiger. Ah. Und da einfach so eine Baumreihe. Baumreihe, ja. Die ist am billigsten. Die kann ich die nicht da reinmachen, muss die mit der Straße verbunden sein. Ja. Ja, dann baust du da sowieso nur. Mach ich noch eine frisch. Ja, mach mal. Die verschwenden ziemlich wenig Platz eigentlich. Ja, kannst auch noch eine hinbauen. Auf der anderen Seite vielleicht. Oder mach die mal hier irgendwo, oder keine Ahnung. Ja, dann mache ich da noch eins. Da, wo diese Camper sind. So, ja, ich würde sagen. Noch eines darüber. Das sind schon bessere Häuser. Dann mache ich da noch einen.
Gut, das reicht, glaube ich. Was sind denn eigentlich diese Symbole? Ah ja, dass das ein Bug ist. Gut, Straßen-Upgrades, glaube ich. Klick mal auf die Straße. Nein, nicht auf das Straßenmenü. Ja, sorry. Da siehst du, wenn du rauszoomst, siehst du die Straßen also in Farben sozusagen. Ja. Wenn die rot sind, dann ist da starker Verkehr und so weiter. Und wenn die gelb ist, ist das relativ starker Verkehr, oder wahrscheinlich? Ja, wenn die rot sind, ist das relativ starker Verkehr. Ah, okay. Also wenn die gelb oder eigentlich noch warten. Grün sind, dann geht das schon. Ja, aber du musst denken, jetzt ist es Nacht. Ah ja. Die kommen dann am Tag immer. Da ist es gerade rot, deshalb glaube ich, mache ich dann ein Upgrade. Weil das wird dann bei Tag ziemlich verkehrt sein, glaube ich. Verkehrt, so. Ja. Fehl, ne? Kann die eigentlich auch upgraden? Ja. Braucht es aber noch nicht. Ja, würde ich schon machen. Schon? Ja. Dann machen wir Nein, das die mal. Nicht, die nicht. Ah, die nicht. Nur die, die reingeht. Zweimal. Nein, nur einmal. Nur sonst einmal. Wäre nur, dass Straßenbahn auch fahren könnte, aber das brauchen wir noch nicht. Ach so, ja. Mann, ist das teuer. Ja, aber wir haben ja das Geld. Das machen wir in einer Minute ungefähr. Nein, in einer Stunde halt. Dann da noch einmal. Und da. Ja, da. Komisch, dass der Upgraden gratis ist. Ich hätte gedacht, das kostet mehr als Upgraden, oder? Hast du das nicht auch gedacht? Ja. Komisch. Komisch. Fragen wir mal. Oh, jetzt habe ich wieder den gleichen Fehler gemacht wie üblich. Fragen wir mal EA Games, warum das so ist. Ach. So. Genau. Dann haben wir da mit den Gebieten ein Problem, oder? Weisen Sie Wohngebiete aus, um mehrere Arbeiter zu bekommen. Also mehr Wohngebiete brauchen wir. Da müssen wir die Stadt ausbauen ein bisschen. Ja, ich würde sagen, bau die mal hier unten aus. Ja, da. Ja, genau. Da mache ich noch Straßen rüber. Ja, warum nicht? Verbind die mit der Hauptstraße wegen der Feuerwehr und so weiter. Ja, ja. Da mache ich da eine geradeaus runter. Ja, nicht zu weit. Sonst sind die zu weit weg mit dem von der Feuerwehr und so weiter. Ja, die Feuerwehr ist ja da, nicht? Ja, aber die kommt da nicht ganz runter. Ach so. Warte mal, ich schau mal, wie groß das Einflussgebiet ist. Muss das sieht man nicht, oder? Hier unten bei, ja. Ah, da sieht man das immer. Ja, sie kommen schon quasi runter. Dann machen wir da schnell die Verbindungen rüber. Ja, ja. Fehlt es nur, dass da so wenig Platz ist und da so viel. So, dann haben wir das auch gemacht. Mach jetzt in der Mitte auch noch eine Straße durch. Ja. Würde ich sagen. Könnte vielleicht eine gute Idee sein. Ist Was zu nahe geht? An der Kreuzung oben. Ah. Musst du direkt auf der Kreuzung machen oder weiter da. Kann ich auch machen. Mach die, nur, das halt jetzt mach die Diagonal. Ist. Mach die Diagonal. Ja, so. Gut. wir hatten gerade eine Meldung, die ist jetzt wieder weg. Das war nicht ironisch gemeint, hoffe ich jetzt, oder? Okay, die Wohngebiete müssen wir noch zuweisen. Natürlich Arbeitergebiete, wie der Typ da sagt. Ja, weiß mal alles. Wohngebiete zu. Warum da, nicht? Da war schon Gewerbegebiet, aber ja. Gut, dann haben da wir oben das Wohngebiet jetzt. Hast du noch vergessen? Und da und da. Und unten. Ah ja. Weil ich da diese Straße gebaut habe. Und da hatte ich auch nichts, komischerweise. Okay. Was ist das eigentlich für ein Symbol jetzt? Heißt das, das muss abgerissen werden, oder? Sollte, ja. Ah, wieso sollte ich das jetzt abreißen? Ja, kannst du auch stehen lassen. Aber das verbraucht eben Platz. Ja, mach es halt weg. Und da noch ein paar Industrien weg machen. Und was ist das jetzt für ein Dass die ausgezogen sind, kannst du auch abreißen. Ah. So ziehen die aus? Ja, weil die doof sind. Die sind jetzt nach San Francisco ausgewandert, oder? Ja, weil es in Los Angeles nicht mehr so toll war. Los Francisco, sind sie ausgewandert? Gut, ja, ich würde sagen, das war's auch schon mal. Ja, da braucht es, glaube ich, schon lang genug. Ja, wir wissen es nicht. Ja, wir haben vergessen, die Zeit zu stoppen, wie wir es sonst halt machen normalerweise. Aber ja, auf jeden Fall, lasst euch eines ans Herz legen. Kauft euch Nvidia-Grafikkarten. Nein. Ja, es war nur das Problem. Ich hatte eine Grafikkarte von AMD. Eine AMD Radeon 4850. Um genau zu sein, ja, ich weiß, bitte spammt mich jetzt nicht voll mit Kommentaren, dass die da jetzt nicht so die beste war und so weiter. Aber, ja, also es war voll mit Grafikfehlern. Ja.
der Windows Movie Maker ging nicht wegen der Grafikkarte, Bioshock ging nicht, ja. Und ja, ich... Und ihr habt ja sogar unsere Grafikbugs gesehen in den letzten Part, man konnte keine Vorschauen mehr sehen und man sah alles blau eigentlich quasi. Ja, und dann war noch, ja, der Support war verdammt schlecht, also... Ja, hab da so eine elektronische E-Mail sozusagen bekommen und die Driver waren viel zu alt, wurden nicht mehr geupdatet, sagen wir so, nicht spezifisch für meine Grafikkarte, sondern nur so ein Driver für alle. Und ja, ich habe jetzt eine Nvidia, natürlich super. Habe jetzt wieder eine Nvidia Grafikkarte, eine 8800 Ultra. Und ja, der Driver Auto Detect hat funktioniert sogar, was bei AMD nicht der Fall war, und hat mir die Driver downgeloadet. Bioshock läuft perfekt und SimCity geht auch wieder. Und klar, sie ist teurer gewesen, aber auch besser so, habe ich keine Probleme mehr. Und ja, wollte das einfach mal nur so sagen. Herr Björn. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.